Die Bergschuhe sind ein großes Thema. Gerade für alle Einsteigerinnen und Einsteiger kann die Frage nach den richtigen Bergschuhen schon eine Farce darstellen, weil es so viele Infos gibt und so wenig, was wirklich konkret hilft. Doch diesen Knoten lösen wir jetzt. Das heutige Video ist ziemlich stark für alle Einsteiger im Bergsport gedacht und alle, die was zu den Basics für Wanderschuhe und Bergschuhe dazulernen wollen. Wir reden heute nicht über Schuhkategorien, Steigeisen und Co., sondern über ganz praktische Tipps für die Anwendungen. Es geht also heute um Bergschuhe fürs Tracken, Weitwandern, Wandern und leichte Bergtouren. Bei Locals sieht man heute immer öfter die Trailrunning-Schuhe im Einsatz. Der Grund dafür ist vor allem, dass sie schön leicht sind. Ein Stück leichter als die sogenannten Zustiegsschuhe nämlich. Meistens haben sie ein Mesh oder anderes luftdurchlässiges Gewebe an der Oberseite als Obermaterial. Außerdem weichen, biegsamen Gummi an der Unterseite und eine gute Dämpfung im Bereich der Ferse. Das alles klingt ja eigentlich ganz gut. Es gibt aber ein Problem mit den Trailrunning-Schuhen wie diesem hier. Die Haltbarkeit und die Robustheit. Im schrofigen und felsigeren Gelände, selbst wenn es nur Gehgelände ist, ist der Abrieb ein großes Problem. Der extrem weiche Gummi nutzt sich sehr schnell ab, vor allem wenn der Untergrund schön hart ist. Das führt zu einem ordentlichen Schuhverschleiß über die Jahre. Außerdem ist das luftige Gewebe an der Oberseite anfällig für Risse durch Felskontakt in Geröll- und Schotterfeldern. Alles in allem also keine langfristige Lösung für die Berge. Trotzdem sieht man sie immer mehr. Aber wollt ihr wissen warum? Ganz oft leider nur wegen einem Marketing-Trick. Verkäufer verkaufen mehr Trailrunning-Schuhe, weil sie schneller kaputt gehen. Die Argumente dafür lassen sich aber gut verkaufen. Leicht, luftig, schnell, wie auch immer ein Schuh bitte schnell sein soll. Auch die Hersteller freuen sich natürlich über regelmäßige Kundschaft. Deshalb kommen wir nun zu einer langlebigeren Lösung, den Zustiegsschuhen. Zustiegsschuhe nennt man heute alle robusten und festen Wanderschuhe, die aber noch unter dem Knöchel enden, also quasi Halbschuhe sind. Die meisten Zustiegsschuhe sind aus Leder, manche setzen auch auf Synthetikobermaterial. Diese Schuhe gibt es dann oftmals entweder mit einer Membran verbaut, sodass sie wasserfest sind und auch atmungsaktiv, aber es gibt sie auch ohne Membran. Das Lederobermaterial ist sehr viel robuster als Kunstfaser oder Mesh, deshalb sind diese Schuhe auch deutlich länger an eurer Seite. Auch die Sohle ist bereits ein Stück robuster und steifer und setzt nicht mehr so sehr auf ein filigranes und weiches Profil. Trotzdem sind die Zustiegsschuhe in der Regel immer noch sehr weich und biegsam und lassen ein vernünftiges Abrollen am Untergrund noch problemlos zu. Auch für die Dämpfung sind in der Regel passende Zwischensohlen aus diversen Materialien verbaut. Der große Vorteil der Zustiegsschuhe ist, dass sie meist nicht nur ein robustes Obermaterial, sondern auch einen Geröllschutz aus Gummi an den Seiten haben. Spitze kleine Steine im Schotter können das Obermaterial also nicht so leicht zerstören. Beispiele für Zustiegsschuhe sind der Salewa Alp Trainer, der La Sportiva TX4, der Scarpa Mescalito und der Meindl Light Rock. Nun gibt es diese Schuhe aber oftmals auch in einer hohen Version, also der gleiche Schuh, aber eben über den Knöchel verlaufend. Dazu habe ich euch schon mal ein paar Details in diesem Video erklärt. Viel wichtiger ist aber die Frage, ob ihr sowas eigentlich auch braucht. Viele Tracker, die ihr auf euren Wegen sehen werdet, haben solche hohen Schuhe an. Wenn man fragt, wieso sie hohe Schuhe tragen und keine Halbschuhe, dann ist die häufigste Antwort, sie sind stabiler und geben besseren Halt. Aber stimmt das eigentlich? Ganz klare Antwort, naja, jein. Das Grundproblem beim fehlenden Seitenhalt ist ja nicht der schlechte Schuh, sondern die schlechten Muskeln, die nicht in der Lage sind, den Schwerpunkt mittig über den Füßen zu halten. Heißt, Muskeln und auch flexiblere Seitenbänder am Fuß würden schon reichen. Vor allem aber ist gerade im etwas felsigeren Gelände der hohe Schuh manchmal sogar hinderlicher, weil man den Fuß eben nicht so umknicken kann, dass er besser auf einen Tritt draufpasst beispielsweise. Also in dem Punkt ist der hohe Schuh dann eigentlich wieder ein Nachteil. Meiner Meinung nach geht der Markt zu Recht weg von den vielen hohen Schuhen fürs einfache Wandergelände hin zu den Halbschuhen.
Es stimmt aber wirklich, beim Umknicken hat man durch den Schuh mehr Widerstand, als wenn da eben nichts wäre. Das gilt vor allem bei steiferen Schuhen. Aber steife Schuhe sind grundsätzlich eher nichts für den Anfang, da gerade zu Beginn vor allem der Komfort eine entscheidende Rolle spielen sollte und nicht so sehr die technische Raffinesse des Bergschuhs. Wir haben also im Prinzip drei Optionen: Trailrunning-Schuhe, Zustiegsschuhe und leichte Wanderschuhe. All diese Begriffe sind die geläufigen Begriffe, werden aber leider auch gerne durcheinander gemischt. Alles, was in Richtung feste Bergschuhe geht, ist grundsätzlich für das Tracken und Weitwandern oder eben normales Wandern zu Beginn, auch im felsigen Karwendel, schlichtweg nicht nötig. Die Community hinter festen, robusten Bergschuhen ist aber dennoch immer noch sehr groß. Das liegt vor allem daran, dass es früher, als Bergsport noch eine Nische der vor allem nicht so reichen Bevölkerung war, ein Bergschuh für alles herhalten musste und nicht nur für die ein oder zwei ersten Jahre im Sport, wo es vorrangig ums leichte Gelände ging. Diese Idee hat sich eben auch recht gut gehalten, aber es hat sich eben über die Jahre vieles geändert. Früher war also doch nicht alles besser. Aber warum sollte man leichte Wanderschuhe, Trailrunner und Zustiegsschuhe eigentlich vorziehen? In erster Linie, weil der Anfang beim Bergsport vor allem komfortabel sein sollte. Und schwere Bergschuhe, die noch dazu recht steif sind, sind eben nicht sehr komfortabel. Leichte Bergschuhe verursachen auch weniger Probleme mit den Gelenken. Ein steifer Bergschuh kann nicht bis nur wenig abrollen, was den Aufprall am harten Fels schlechter für die Gelenke macht, wenn noch nicht die notwendige Muskulatur da ist, um das abzufedern. Deshalb eben diese drei Gruppen als die besten Möglichkeiten. Was würde ich euch empfehlen? Kurz den leichten Zustiegsschuh. Der Trailrunning-Schuh ist definitiv ultra leicht, super bequem und sieht fetzig aus, aber sie sind nicht haltbar. Man glaubt es nicht, aber nach 300 Kilometern sind diese Schuhe in der Regel zu entsorgen. Das ist nicht viel. Das sind vielleicht 15 Tage Bergtour. Der leichte Wanderschuh, der über den Knöchel verläuft, hat sich über die Jahre einfach als überflüssig herausgestellt, wenn man keine allzu schwachen Beine hat. Wenn die Fußmuskeln gut funktionieren und trainiert werden, ist so ein Schuh eher also im Weg. Was ihr aber auch gleich daran raushören könnt, es gibt natürlich auch gute Gründe, vielleicht doch eher das eine oder das andere zu nehmen. Diese drei Gruppen sind eben allesamt keine schlechte Idee für den Anfang. Persönlich denke ich, dass der Zustiegsschuh aber die beste Figur macht. Er gibt robustes Obermaterial her, im Idealfall aus Leder, ist gegebenenfalls wasserdicht, hat feste Gummiränder als Geröllschutz und ist auch besser verklebt. Außerdem hat er eine härtere, aber keine harte Zwischensohle, sodass sie länger hält und gleichzeitig auch dämpft. Zuletzt ist man dank freiem Sprunggelenk auch flexibel genug, um Unebenheiten auszugleichen. Das ist keine Lobeshymne für den Zustiegsschuh, denn es gibt viele Disziplinen, in denen er eine Katastrophe ist. Aber am Anfang, auf leichten Bergtouren, Wanderungen, Trekking und vielleicht auch ein bisschen Kraxelei, könnte ich mir keinen besseren vorstellen. Für breite Füße kann ich den La Sportiva TX4 und den TX Guide empfehlen. Etwas fester und steifer ist der La Sportiva Boulder, der minimal anders geschnitten ist, aber auch eher etwas breiter. Für schmale Füße empfehle ich den Scarpa Mescalito, bei normalen Füßen bis eher schmalen Füßen den Salewa Alp Trainer und für ganz schmale Füße den Scarpa Calipe. Für keine dieser Aussagen wurde ich von keinen irgendwelcher Firmen gesponsert. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr euch jetzt mit der Schuhwahl ein wenig leichter tut. Ihr könnt jetzt sehr viele Schuhe im Geschäft schon mal rausfiltern und auch online einfach überspringen. Konzentriert euch einfach auf die Gruppe der drei Vorgestellten, die euch am ehesten zusagt. Dann bleibt eine mäßig große Auswahl und ihr habt einen Top-Überblick. Ich wünsche euch viel Spaß auf euren ersten Touren und wir sehen uns in den Bergen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!